Guten Morgen. Heute ist ein Tag, wo ich ganz spontan mit einer weiteren Person, die allerdings nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte, was vollkommen in Ordnung ist, ne? Nicht jeder muss auf YouTube zu sehen sein, eine Spontanwanderung mache. Er hat meine Videos gesehen, hat gesagt, ey komm, lass uns da einfach mal so wandern gehen. Einfach mal so für 2, eventuell 3 Tage einfach mal loslaufen. Hier von zu Hause aus einfach losgehen und einfach die ersten Tage, die ich ja auch mit der Wanderung, meiner Deutschlandwanderung gemacht habe, ja, das Gefühl hatte, einfach loszugehen, ohne jetzt Ziel. Hallo. Ja, einfach ohne Ziel, ja, in die Wildnis zu gehen, sag ich mal, soweit man in die Wildnis halt gehen kann jetzt hier. Wir gehen über die Felder, wir gehen die ersten Wälder gehen und ja, vielleicht werde ich dieselbe Strecke gehen, wie wo ich damals Richtung Dresden gelaufen bin. Auf jeden Fall nehme ich euch mit, heute einen Tag, vielleicht 2 Tage, spontane Wanderung mit einem Freund. So, das hier ist ein Baum, den ich sehr, sehr häufig beesse. Und das ist, glaube ich, Weißdorn. Der schmeckt dazu von der Fettigkeit so ein bisschen was wie Linde. Ich weiß nicht genau, ob es Weißdorn ist, ich glaube. Aber die kleinen Blätter schmecken nicht am besten. Da ist ein richtiger Fettigkeit und dann macht relativ satt. Und ja, vom Geschmack, die Bitternis hält sich in Grenzen. Also, mehr so strauchartig oft. Und ich glaube, das ist Weißdorn. Wenn es was anderes ist, sagt Bescheid in den Kommentaren. So traditioneller Bauernhof und dann halt neueste Technik sinnvoll eingesetzt. Einfach Solarzellen. Schön. Und das hier sind die Samenstände von Brennnesseln. Und die schmecken richtig, richtig gut. Ich schmecke auch noch Brennnessel und die tun garantiert nicht in irgendeiner Weise stechen. Wie so kleine, ja, kleine Drops. Die schmecken nach Brennnessel, nach Gurke schmecken die sozusagen. Die schmecken richtig lecker und auf jeden Fall eine richtig geile Proteinquelle. Hier ist ein Möhrenfeld und ja, das ist, glaube ich, eine ökologische Landwirtschaft, indem man einfach am Rand verschiedene Pflanzen pflanzt, um halt die Pflanzen zu schützen und eben nicht mit irgendwelchen Sachen besprüht. Ja, ich werde trotzdem eine Möhre klauen. So, jetzt sieht es wieder scheiße aus. Na ja, mal sehen, ob man ja hier... Ah! Hier der Ort, das war der Ort, wo ich auf meiner Deutschlandwanderung die erste Rast gemacht habe, damals noch mit Alvin und mit Jana und mit Chiara. Da haben wir uns hier hingelegt und ja, haben hier eine Rast gemacht. Und ja, jetzt über uns sieht es halt ein bisschen dramatisch aus, aber naja, wir haben das Regenkäppchen an. Bis jetzt nur noch ein paar Tropfen und alles gut. Jo, mein Kollege hat es tatsächlich geschafft, sich den Fuß aufzuschlitzen und ja, da mal sehen, wie es jetzt weitergeht. So, das Navi hat uns wieder ein bisschen, naja, was soll ich sagen, verarscht. Wir kommen von hier und wir gehen jetzt hier rein, also hier soll der Weg lang gehen, aber hier ist irgendwie nicht mehr viel Weg. Es könnte wahrscheinlich sein, dass es hier irgendwie weitergeht, aber ja, muss man halt mal schauen. Am besten, ich nehme euch einfach mit, wir probieren hier lang zu gehen. Mal sehen, ob das ein Weg ist. Mhm. Ja. Okay, doch, es ist ein Weg.
scheint ein Weg zu sein. Boah. Super Weg. Ach nee. Hat jetzt ein bisschen geregnet. Ist natürlich jetzt alles nass hier. Boah, was für ein Sackgang jetzt hier. Scheiße. Scheiße. Nee. Das ist heftig. Das ist scheiße. Aber hilft alles nicht. Weiter geht's. So, wir haben jetzt unser Lager für die Nacht gefunden. Ja, wir sind hier in so einem, ja, sieht aus wie so einen kleinen angelegten Dings. Der Wald an sich ist sehr, sehr groß, aber hier, ja, seht ihr ja selber, relativ relaxed, mitten im Wald. Da vorne ist ein Weg, aber der schwer zugänglich ist, das habt ihr ja gerade gesehen. Und ja, ich glaube nicht, dass er nicht so viel ist. Man sieht hier theoretisch schon das Zelt bis zum Weg hinten, wenn man genau hinguckt. Da muss man in den Wald reingucken. Ja, und selbst wenn es so ist, wir machen kein Feuer oder sonst was. Ich denke, da können wir hoffen, dass wir dann mit ein paar netten Worten das auch klären können. Ja, gut. Und dann werden wir jetzt unser Zelt aufbauen. Yes, das Zelt steht. Ach, das ist schön mitten im Wald. Ich möchte das Video nicht beenden, ohne wirklich euch nochmal echt dazu animiert zu haben. Geht raus in die Natur, schlaft mal eine Nacht im Wald. Ich habe selber das mein Leben lang nicht gemacht. Ich habe vor der Deutschlandwanderung erst damit angefangen und das sozusagen jetzt mit Mitte, Ende 30. Und ganz ehrlich, ich habe was verpasst in meinem Leben. Früh aufzustehen in der Natur, dass die Erde zu dermaßen, das erdet so dermaßen. Egal, ja, was ihr vielleicht für ein Gefühl habt oder vielleicht auch für negative Gedanken in eurem Alltag, beruflicher Natur oder von einer Beziehung oder sonst irgendwas. Ihr wacht auf und alles ist gut. Bei mir war es jetzt auch so, dass ich ein paar negative Gedanken hatte in Bezug eben auf ja, diese Sache, dass ich halt in der Wohnung leben werde, wieder die nächsten Wochen, bevor ich dann zur nächsten Wanderung gehe, beziehungsweise bevor ich nach Italien zu dem Rainbow fahre. Das hat mich ein bisschen bedrückt, aber ja, jetzt ist das kein Problem, überhaupt kein Problem mehr, weil ich kann ja jeden Tag raus in die Natur. Ist ja niemand, ist ja nicht so, dass man das nicht kann, ne? Nur weil man nicht die große Wanderung macht oder sonst was, man kann jederzeit rausgehen und einfach in die Natur gehen, sich connecten, sich fühlen und dann hat man genau das wieder, dieses Lebensgefühl, was man dann halt eben auch während der Wanderung hat oder generell halt während der Natur. Es ist für die meisten wirklich nicht so ein Ding, einfach mal raus in die Natur zu gehen, aber es wird einfach nicht gemacht, weil man denkt, ja, was soll denn das, ne? Es wird einem ja nie gelehrt, dass man in die Natur geht oder wird sogar gesagt, ja, ist schön oder so, aber was einem wirklich mit einem macht, die Natur. Das wird einem wirklich nicht gezeigt und ist auch nicht erklärbar irgendwie. Außer, dass man sagt halt, ja klar, wir kommen aus der Natur, das kann nicht so verkehrt sein. Es ist einfach nur ein mega geiles Gefühl. Und ja, wenn ihr nicht alleine gehen wollt, ja, dann schreibt euch einfach einen Freund. Jetzt, wie gesagt, am letzten, bei mir jetzt. Er schläft übrigens noch hier hinten drin. oder macht halt tatsächlich alleine, wie ihr euch eben fühlt.